anderen Regenbogen. Ganz gut. Aha, nicht schlecht, aber ich komme bestimmt weiter. Ja. Oh. Ja, wirklich, ganz toll. Das ist nicht witzig, kleiner Donner. Platz da. Ich zeige euch mal, wie man einen richtigen Schneeschlangenwurf macht. Das gilt nicht. Ich darf noch mal. Ich bin ausgerutscht. Mal sehen, ob du das auch mit Schneemaul lustig findest. Ja. Kleiner Donner weiß sich zu helfen. Ihr habt ja gar keine Chance gegen ihn. Ich wollte Wartet nur sagen... mal, da! Hä? Das ist mein Vater. Er hat einen Wapiti erlegt. Oh, ist der groß! Im Namen des Stammes seid ihr Dank, kühner Blick. Die anderen Jäger kehrten mit leeren Händen zurück. Deine Beute wird unsere ausgekühlten Leiber wieder mit Wärme füllen. Der Winter ist rau dieses Jahr, die Geister aber sind mit uns. Ja, die Geister und mein Vater natürlich, denn er ist der beste Jäger überhaupt. Nein, das war keine Heldentat. Der Wapiti lief direkt auf mich zu, voller Angst, so als sei er auf der Flucht vor einer großen Gefahr. Wer könnte denn einem Wapiti Angst machen? Naja, so ein ganz besonders schreckliches Raubtier bestimmt. Unglaublich, es hat schon wieder geschneit. Na, kleiner Donner, gut geschlafen? Wie mit einer flauschigen Schneedecke auf meinem Rücken. Beim großen Geist, das Fleisch ist verschwunden, gestohlen. Ein überaus listiges Tier und geschickt. Es muss gut klettern können und lautlos war es auch. Ohne Spuren zu hinterlassen, der Schnee hat alles zugedeckt. Wir müssen um unser Lager Fallen aufstellen, rundherum. Sicher war es ein ausgehungertes und gefährliches Raubtier, das uns wieder heimsucht. Vielleicht landet es ja in unserer Falle. Ja. Dann wird es schon kapieren, dass man die Sioux nicht beklaut. Mir wird jetzt schon kalt. Können wir uns mit dem Fallenbau beeilen? Da! Der liegt da ungünstig. Ich bitte kleiner Donner, uns zu helfen. Seht mal die Spuren. Sie führen zu dem Baum dort. Bestimmt ist es da hoch und ist dann von Baum zu Baum gesprungen. Die Spuren könnten von einem Grizzly sein. Macht ihr ohne mich weiter. Ich muss erst noch was nachprüfen. Na bitte, da ist seine Höhle. Grizzly! Hallo, Grizzly! Grizzly, schläfst du? Ach, was denn? Aber natürlich schlafe ich. Welcher Dummkopf stellt mir zu dieser Jahreszeit eine so absolut hirnverbrannte Frage? Das war ich. Yakari. Yakari, mein Freund. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Ich mache doch Winterschlaf. Ich wollte dich ja nicht stören, aber ich muss dich unbedingt sprechen. Es ist wichtig. Na gut, komm rein. Das ist in der Tat ärgerlich. Ich kenne nicht ein Tier in dieser Gegend, das zu so einem Raubzug fähig wäre. Außer mir natürlich. Doch wie du siehst, habe ich geschlafen. Ja, dann frag doch meine Flöhe, die können das bezeugen. Schon gut, ich glaube dir ja. Zieh, kleiner Donner! Na los, kräftig, kleiner Donner! Geschafft! Naja, nicht ganz. Schließlich muss er nach da oben. Oh nein!
Könntest du uns nochmal helfen? Ja, gut. Weiter. Kleiner Donner, streng dich an. Ja, du schaffst es. Los, gleich hast du's. Was hat er denn? Es geschieht dir recht, wenn du ihn so schikanierst. Ach ja? Na, das werden wir ja sehen. Hörst du das? Kleiner Donner! Er ist weg! Oh, die Fährte führt in die Berge. Wenigstens hat das Biest Kleiner Donner nicht gefangen. Seine Hufspuren sind gut zu erkennen. Ich verstehe nicht, warum er in die Berge gelaufen ist und nicht zurück ins Tal. Vielleicht wollte er das Raubtier zuerst von uns weglocken. Oder aber das Biest hat ihm keine andere Wahl gelassen. Kleiner Donner! Es wird bald dunkel und wir sind weit weg. Wir sollten morgen zurückkommen. Unmöglich. Morgen finden wir nicht eine Spur mehr. Der Schnee wird alles zugedeckt haben. Kleiner Dachs hat recht, Yakari. Sonst finden wir selbst nicht mehr zurück. Es ist vernünftiger, heimzukehren. Sei ohne Sorge, Yakari. Kleiner Donner weiß sich zu wehren. Es wird ihm nichts geschehen. Ich spreche mit dem Ältestenrat. Die Suche beginnt mit den ersten Strahlen der Sonne. Was haltet ihr von einer Runde Schneeschlange? Was? Jetzt noch? Es ist Nacht. Eine sehr gute Idee. Unsere Fallen sind immer noch leer. Ah, ich verstehe. Du willst den Ältestenrat belauschen. Es ist weder ein Luchs noch ein Wolf. Die würden es nicht wagen, einen Wapiti oder gar Kleiner Donner anzugreifen. Es muss viel größer sein, ein Grizzly vielleicht. Aber wie das? Der Grizzly hält doch wie eh und je Winterschlaf. Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt. Und wenn es etwas anderes ist? Etwas anderes? Es gibt sehr viele Legenden. Es heißt, es gäbe den Werwolf oder gar den Riesenbären in den Wäldern. Doch niemand weiß, was davon wahr ist. Kleiner Donner. Kleiner Donner. Kleiner Donner. Kleiner Donner! Kleiner Donner! Oh nein, es ist zu spät. Wir haben seine Fährte endgültig verloren. Die Falle! Unsere Falle hat funktioniert! Der Grizzly! Ich hab's doch gewusst! Wir laufen schnell zurück und holen Verstärkung. Mach das, ich kümmere mich um ihn. Yakari, binde mich doch los! Ich dachte, du schläfst. Was machst du dann hier? Ach, du hast mich doch aufgeweckt. Und wenn man mich weckt, habe ich ein Loch im Bauch. Und das musste unbedingt gestopft werden. Aber gerade als ich mich wieder hinlegen wollte, bin ich in diese doofe Falle getappt. Ich glaube dir. Ich hatte dich sowieso nicht für den Räuber gehalten. Ach, ich wüsste selbst gern, wer da die ungeheure Frechheit hat, während ich kurz eine kleine Runde drehe, meine Höhle zu durchsuchen. Sind da Spuren zu sehen? Ja, allerdings. Und nach Pferd hat es gerochen, ganz eindeutig sogar. Oh, mit dem Seil hat Kleiner Donner den Baumstamm gezogen. Es ist gerissen, weil der Stamm zu schwer war. Mach dir keine Sorgen, Yakari. Eins ist ganz sicher, dein kleines Pferd ist entkommen. Ja, wirklich? Ja, ich schnuppere zwei Fährten und sie führen beide in die Berge hoch. Na los, komm. Ich werde dir helfen, dieses Biest zu fangen. Dieser Geruch ist wirklich seltsam. So einem Viech bin ich noch nie begegnet, da bin ich mal sicher. Ah, wir kommen näher. Geh du da entlang. Ich komme dann von der Seite. So überraschen wir dieses Biest. Hm? Kleiner Donner! Ein Riesenvielfraß! Lass meinen Freund in Ruhe!
Yakari! Kleiner Donner! Ich hatte solche Angst. Er hat die ganze Nacht tapfer durchgehalten. Völlig allein gegen das Monster. Ja, er ist wirklich das mutigste Pony der Welt. Aber gibt es noch mehr solche Vielfraße? Wer kennt schon alle Kreaturen, die da sind unter Sonne und Mond? Viele von ihnen entspringen der ewig grenzenlosen Fantasie der Menschen. Aber welcher Art die Monster auch sein mögen, es gibt immer einen Helden, der sie besiegt.